So, meine Damen und Herren, wir sind auf dem Podium jetzt vollzählig. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz anlässlich der Gründung der Bundesvereinigung Juden in der AfD. Mein Name ist Robert Lambrou. Ich bin einer der beiden Landesvorsitzenden der AfD Hessen. Neben mir sitzt mein Kollege Klaus Herrmann, an den ich jetzt das Mikrofon übergebe. Ja, auch ich darf Sie herzlich zur Pressekonferenz hier in Wiesbaden begrüßen und bedanke mich, dass Sie gekommen sind. Und wir steigen auch gleich ins Thema ein. Hintergrund ist ja die Gründung der Vereinigung Juden in der AfD. Und ich darf Ihnen mitteilen, die Vereinigung hat sich gegründet und Vorsitzende wurde Frau Dr. Vera Kosova zur Linken. Erster stellvertretender Vorsitzender wurde gewählt Herr Wolfgang Fuhl. Der zweite stellvertretende Vorsitzende ist der Herr Arthur Abramowitsch. Als Schatzmeister wurde gewählt Herr Josef Kanelnowski. Und Schriftführerin wurde die Frau Simone Schermann. Es wurden auch noch zwei Beisitzer gewählt. Der erste Beisitzer ist der Herr Leon Hakobian und der zweite Beisitzer Herr Bernhard Krauskopf. Und ich darf jetzt gleich direkt an die Vorsitzende Frau Dr. Vera Kosova übergeben, die hier ein erstes Statement abgeben wird. Guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank für Ihr Kommen. Das Presse-Echo ist natürlich überwältigend. Wir sind sehr positiv überrascht, dass wir so viel Aufmerksamkeit bekommen. Wie mein Parteikollege bereits gesagt hat, die Bundesvereinigung Juden in der Alternative für Deutschland ist gegründet worden. Wir haben einen sehr arbeitsreichen Tag hinter uns in einer sehr kollegialen und konstruktiven Atmosphäre. Und wir freuen uns natürlich auf eine rege Zusammenarbeit. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, eine Pressekonferenz ist, glaube ich, dann am lebendigsten, wenn nicht auf dem Podium 20 Minuten lang Statements abgegeben werden, sondern wenn sie sehr schnell zum Frage- und Antwortteil kommt. Wir haben die Frau Müller im Publikum, die hat ein Mikrofon, da steht sie. Und ich bitte um Fragen an die Damen und Herren auf dem Podium. Ja, bitte schön, da vorne in der ersten Reihe zuerst. Guten Tag, mein Name ist Jochen Remmer von der FAZ Rhein-Main-Zeitung. Einen Moment bitte, das Mikro ist noch nicht an. Nee, das macht er am Mischpult automatisch. Eins, zwei. Einen Moment noch. Test. So, jetzt geht's. Also, nochmal. Remmert von der FAZ Rhein-Main-Zeitung, mein Name. Geht noch nicht. Sorry, ich muss Sie nochmal unterbrechen. Geben Sie uns die Minute, dass das. Nee, das Mikro ist nicht. Test. 1, 2. So, jetzt bei mir geht's immer. So, jetzt. Bitte schön. Gut, nochmal, Remmert, FAZ, Rhein-Main-Zeitung. Frau Dr. Kosova, sehen Sie, sieht die neue Vereinigung, die sich gebildet hat, irgendeine Notwendigkeit, sich von, ich sag mal, den Randerscheinungen auf der rechten Seite, die es im Zusammenhang mit der AfD, den Aktionen gegeben hat, noch einmal in der Gründungsphase zu distanzieren oder zu einer Änderung, was das betrifft, zu einer Sensibilität aufzurufen? Danke. Also vielen Dank für Ihre Frage. Das eine Mikrofon ist noch nicht an. Noch nicht.
Jetzt nicht. Jetzt dann? So, also jetzt geht's. Also vielen Dank für Ihre Frage. Die AfD als Partei insgesamt distanziert sich von jeder Art von Rassismus und Antisemitismus, jeder Art, ob es rassistisch, ideologisch oder politisch motiviert, und das wird auch so bleiben. Die nächste Frage bitte. Der Herr in der dritten Reihe hatte sich gemeldet. Ich werde versuchen. Eldad Beck der israelischen Tageszeitung Israel Hayom. Die erste Frage hat mit der Reaktion der jüdischen Gemeinde, der etablierte jüdische Gemeinde hier in Deutschland auf diese neu gegründete Gruppe. Die Frau Knobloch hat am Wochenende ganz deutlich gesagt, die AfD ist eine Nazi-Partei und ihr Programm heißt Juden raus. Wie reagieren Sie darauf? Und zweitens, welche Position sollte die AfD gegenüber Israel haben? Weil bis jetzt kommen unterschiedliche Stimmen, was dieses Thema betrifft. Danke. Ja, danke schön für die Frage. In Deutschland haben wir das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Frau Knobloch kann sich äußern, wie sie will. Ich kommentiere oder kritisiere Frau Knoblochs Äußerung öffentlich nicht. Die Frage der Positionierung zu Israel ist eigentlich sehr eindeutig und es ist nicht so unterschiedlich. Die AfD hat sich klar dafür ausgesprochen, Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen, als einzige Partei in Deutschland. Die anderen machen das nicht. Die Landtagsfraktion der AfD in Berlin hat einen Antrag eingebracht auf Verbot der antisemitischen Al-Quds-Demonstration in Berlin. Und die anderen Parteien haben das abgelehnt. Also Frau Knobloch soll sagen, was sie will, das kommentiere ich nicht. Und die AfD ist eine außerordentlich pro-israelische Partei, vermutlich die pro-israelische Partei im deutschen Bundestag. Test. Weitere Fragen bitte. Hier links. Steib von der FAZ Politikredaktion. Die hessische AfD spricht sich ja im Wahlprogramm gegen das Schächten aus, was vermutlich gegen Muslime gerichtet ist, aber doch auch in der jüdischen Gemeinde für große Unsicherheit, vorsichtig ausgedrückt, sorgt. Wie stehen Sie dazu? Schächten ist natürlich ein Problem. Ich habe das auch nicht gern gesehen, als das bei dem, ich glaube, vorletzten Bundesparteitag eine leichte Mehrheit in der Partei hatte. Und es somit auch in das Bundesprogramm reingekommen ist. Ich möchte Ihnen aber eins zu bedenken geben. 1896 hat die Schweiz per Volksabstimmung, ich weiß nicht, das zischt ein bisschen, das Schächten verboten. Seitdem darf in der Schweiz nicht mehr geschächtet werden. Die jüdischen Gemeinden zwischen 1933 und 1945 haben in der Schweiz überlebt. Sie sind in Deutschland vernichtet worden. Das heißt, den Zusammenhang zwischen Schächten und jüdischen Gemeinden würde ich jetzt so nicht herstellen, dass das automatisch antisemitisch wäre. Es steht auch unter Tierschutz drin. Die Diskussion haben wir. Glauben Sie mir, wenn wir in Deutschland eine Volksabstimmung machen würden über Schächten, ich glaube, das hätte eine Zustimmungsrate von über 70%. Es geht einfach im Tierschutz um andere Fragen. Ich persönlich stelle das Grundrecht auf Religionsfreiheit höher als das im Grundgesetz eingefügten Tierschutz, weil hier sind Menschen betroffen, dort Tiere, und für mich steht der Mensch immer noch über dem Tier. Schade, dass es drin ist, aber vielleicht wird die JAFD hier Überzeugungsarbeit leisten können, dass das vielleicht auch wieder aus dem Programm herauskommt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist sehr viel Unwissenheit über jüdische Schächten vorhanden, weil jeder, der an Schächten denkt oder dies bringt, hat immer die Bilder natürlich, die man im Internet sieht, von Hinterhofschächtungen,
im Hinterkopf. Es ist ein sensibles Thema, ich bin unzufrieden, dass es im Programm ist. Ja. Die nächste Frage. Wie breit ist in der JAfD die russischsprachige jüdische Gemeinde, also die Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind, vertreten, auch im Vorstand? Und die zweite, könnte Frau Vera Kosova einige Worte über sich, über ihre Biografie sagen? So, also vielen Dank für Ihre Frage. Die jüdische Gemeinde in Deutschland ist natürlich sehr geprägt durch die Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Das ist uns so durchaus bewusst. 3 Mitglieder im Vorstand sprechen fließend Russisch. Und das gibt uns natürlich auch eine bessere Möglichkeit der Interaktion mit den jeweiligen Mitgliedern. Zu meiner Biografie. Ich bin 35 Jahre alt, Ärztin. Seit 20 Jahren lebe ich in Deutschland. Ich bin der sogenannte Kontingentflüchtling aus der ehemaligen Sowjetunion, bin damals aus Usbekistan nach Deutschland gekommen mit 15 Jahren. Ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier studiert und promoviert und habe eine Familie gegründet. Ich habe 2 kleine Kinder. In der Partei bin ich seit März 2016 aktiv, Mitglied, seit 2017 im Vorstand des KV Esslingen. War auch zuletzt Bundestagsdirektkandidatin. 2017. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage. Wer hat die nächste Frage? Ja, der Herr da drüben in der dritten Reihe und am Rand vielleicht vorher die Dame. Hallo, Ricarda Breiton von der Zeitung Die Welt. Was ist denn jetzt die Voraussetzung, um Mitglied werden zu können in Ihrer Vereinigung? Was bedeutet es insbesondere, jüdisch zu sein? Nun, wir sind eine politische Vereinigung und keine religiöse Vereinigung. Wir haben in der Satzung heute definiert, dass es 2 Voraussetzungen geben muss. Die erste ist die Mitgliedschaft in der AfD und die zweite ethnisch oder religiöse Zugehörigkeit und oder religiöse Zugehörigkeit zum Judentum. Gut, und die nächste Frage bitte, in der dritten Reihe. Muss diese religiöse Zugehörigkeit oder ethnische Zugehörigkeit, muss sie nachgewiesen werden oder reicht einfach die Behauptung, ich habe einen jüdischen Großvater? Wir haben nicht die jüdische Großvaterregelung. Sie berechtigt zwar zur Einwanderung nach Israel und sie berechtigte für die Kontingentflüchtlinge ab 1991 zur Einwanderung nach Deutschland, aber wir haben nicht die Großvaterregelung. Religiös Jude dürfte klar sein, ethnisch Jude ist nicht die Großvaterregelung gemeint, sondern auch Juden gemeint. Aber wir sind keine Rabbiner, wir können das letzte Wort habe ich nicht. Entschuldigen Sie bitte, aber wir sind keine Rabbiner, wir können das nicht prüfen. Das heißt, die Mitglieder müssen sich erklären, dass sie jüdisch sind. Ich bin kein Rabbiner, ich habe das auch nicht zu prüfen. Und Sie glaube ich auch nicht. Nein, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Also unabhängig davon, ob väterlicherseits oder mütterlicherseits, wie jüdisch in Anführungsstrichen muss man sagen? Nun ja, es gibt ja auch jüdische Atheisten und jüdische Agnostiker. Die sind Juden, aber sie sind nicht religiös. Herr Abramowitsch möchte dazu auch noch etwas sagen. Danke für die Frage. Ich würde gerne etwas ergänzen. Wie Sie unter Umständen wissen, wenn Sie sich für diese Veranstaltung akkreditiert haben, ist die Zugehörigkeit zum Judentum ein komplexes Thema. Ja. Wenn jemand, der zu uns käme und nur behaupten würde, einen jüdischen Großvater zu haben, ohne es zu belegen, würde selbstverständlich nicht aufgenommen. Ne? Die Zugehörigkeit muss im Gespräch, aus dem Gespräch mit dem Bewerber hervorgehen. Ne? Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Ja? Ethnische Zugehörigkeit ist
wenn sie einhergeht mit einer mit dem Bewusstsein um diese Zugehörigkeit, selbstverständlich ein hinreichendes Kriterium. Aber wie Sie unter Umständen auch wissen, ist es möglich, zum Judentum überzutreten, ne? Ohne ethnische Zugehörigkeit. Ja? Und wir haben auch ein Mitglied, das zum Judentum übergetreten ist in Israel. Ja? Die Vereinigung steht auch solchen Mitgliedern offen. Ne? Danke. Ja, gerne noch eine Nachfrage. Bitte schön. Ich will es gar nicht kritisieren, aber ich will es richtig verstehen. Es zählt, ob man nach Gefühl jüdisch ist, richtig? Nein, nicht in dem Sinne, wie Sie es beschreiben. Ja. Das Judentum ist eine in erster Linie ethnokulturelle Gemeinschaft. Ja. Und die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft ist vonnöten, um als Jude zu gelten. Ja. Das Bewusstsein um das Bestehen und um die Wichtigkeit dieser ethnokulturellen Gemeinschaft, ja, ist in Deutschland weitgehend abhanden gekommen. Ja. Das ist mit ein Grund dafür, dass eine gewisse Affinität des Judentums zu den rechtskonservativen Parteien in Europa besteht. Denn diese Parteien sind bestrebt, das Bewusstsein um diese Gemeinschaft wieder zu beleben. Ja. So, die nächste Frage, der Herr nebendran. Hat die Vereinigung ein Programm? Was will genau die Vereinigung machen innerhalb der Partei? Gibt es ein Programm und was will die Vereinigung genau machen? Ich habe nicht verstanden. Gibt es ein Programm und was will die Vereinigung genau machen? Will ich schon beantworten? So, wir haben also heute uns gegründet. Da stehen einige Dinge in der Satzung. Selbstverständlich gibt es in jeder Partei immer wieder Problemstellungen, die mit Judentum zu tun haben. Das kann religiös sein, das kann ethnisch sein, das kann Israel sein. Das Judentum ist nun mal komplex. Und wir als Juden in der AfD, zusammen mit der AfD und als Teil der AfD-Politik, werden unseren Beitrag leisten, um diese Politik, die wertkonservativ ist, die natürlich Familie weiterhin als Zentrum der Gesellschaft haben wird und die die judeo-christliche Tradition Europas aufrechterhalten wird. Das ist Teil unserer Satzung. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Hier vorne melden sich zwei auf der anderen Seite. Einen Moment, das Mikrofon kommt. Ich frage in Englisch, ich hoffe, das ist okay. Ich bin Orit Arfa von JNS und die Achte des Guten. Und meine Frage ist, how do you respond to accusations that you are Jewish Nazis? I have lots of humor and I laugh. And I tell people, you're talking to a German person whose father lost more than 50 people in Nazi death camps. You should be a little bit more intelligent not to talk such nonsense. So, der Herr mit dem grauen T-Shirt. Sandro Serafin für die Junge Freiheit. Warum haben Sie sich gerade jetzt zusammengefunden? Ist da ein längerer Prozess vorausgegangen oder ist das jetzt relativ schnell alles gegangen? Und zum Zweiten, glauben Sie, vielleicht insbesondere an Herrn Fuhl die Frage, glauben Sie, dass sich das Verhältnis zum Zentralrat der Juden verbessern kann, langfristig, mittel- bis langfristig? Machen wir Nummer zwei zuerst. Wir stehen für einen Dialog auch mit dem Zentralrat bereit. Ich habe gestern auch ein Interview gelesen von der sächsischen Landesvorsitzenden Nora Goldenbogen, mit der ich im sächsischen Innenausschuss eine Antisemitismus-Anhörung hatte und die ja schon von diesen
Unberührbarkeitsnimbus des Zentralrates abrückt. Also wir hoffen, dass wir zu einem kritischen Dialog kommen können. Es war sehr unredlich, was von Teilen des Zentralrates und anderer Organisationen im Vorfeld über uns ausgeschüttet worden ist. Das ging hin bis zu einer Vermenschlichung. Ich musste gestern lesen, wir wurden als Stinktiere bezeichnet, ein Tiervergleich. Das heißt, Merkel hat es also geschafft, die Juden in Deutschland so zu spalten, dass ein Tiervergleich von einem jüdischen Offiziellen über andere Juden ausgeschüttet wird. So viel Hass und Hetze hat der Zentralrat geschaffen und die Politik Merkels. So, die nächste Frage ist wieder auf der anderen Seite. Entschuldigung, es gibt noch einen zweiten Teil der Frage. Die ersten Gespräche liegen ungefähr anderthalb Jahre zurück. Auf einem Bundesparteitag habe ich Emanuel Krauskopf getroffen. Und da wusste ich schon, aha, auch in anderen Landesverbänden gibt es Juden in der AfD, nicht nur in Baden-Württemberg. Wir hatten ja 4 jüdische Landtagskandidaten, mehr wie jede andere Partei auch. Das in der eigentlich so gescholtenen antisemitischen Partei. Keine Partei hatte mehr jüdische Bewerber für Bundestagsmandate wie die AfD. Da wir natürlich in der AfD die Religionszugehörigkeit gar nicht erfassen und wir auch keinen hier deutschlandweiten Aufruf gestartet haben, wurden also lose Bande geknüpft. Der eine kennt den Nächsten, der Nächste kennt den Nächsten und bei der Einweihung des Abgeordnetenbüros in Südbadischen, ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, habe ich dann Arthur Abramowitsch getroffen, den ich schon von klein auf kenne. Ja, seine Mutter war lange Jahre Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde Emmendingen. Und dann haben wir das Thema wieder aufgegriffen, das war also im Sommer diesen Jahres, und dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet und haben uns über WhatsApp vernetzt und die Gruppe ist dann schnell größer geworden und als wir dann 15 waren, haben wir einfach entschieden, jetzt müssen wir uns eigentlich mal gründen. Dann kamen die jüdischen Feiertage dazwischen, das ist, also, ist so, und von daher mussten wir es wieder verschieben, weil die Sonntage waren dann sonntagabends auch die Feiertage, es ging also nicht. Und so war dieser Termin praktisch der erste, wo am meisten unserer Kontakte zusammenkommen konnten. Die Gruppe ist in der Zwischenzeit weitergewachsen und ist jetzt auf 24 angewachsen. Ich kann die Zahlen ruhig nennen. 5 waren heute nicht anwesend, beruflich bedingt, aber sie werden auch noch natürlich Mitglied der JAFD werden. Es war also ein etwas längerer Prozess und es war ganz gut, dass ich da mit Arthur da zufällig getroffen hatte. Und seit dem Sommer eigentlich wird das Projekt richtig massiv angegangen. Und wir waren eigentlich vor den Feiertagen soweit, aber dann die jüdischen Feiertage gingen natürlich vor. Und somit haben wir jetzt diese Gründung gemacht. Das, was Sie hier heute sehen, war so nie geplant. Das muss ich Ihnen übrigens sagen. Wir wollten uns ganz still und leise in einem Nebenzimmer, in einem Restaurant gründen und dann später an die Öffentlichkeit gehen. Es war eine Indiskretion eines Journalisten, der diese Welle ausgelöst hat. Das heißt, alles, was Sie hier sehen, ich weiß schon, es gibt journalistische Verschwörungstheorien, es hätte jetzt etwas mit der Landtagswahl hier in Hessen zu tun und deswegen würden wir uns hier in Hessen gründen. Es ist alles Nonsens, eine schöne journalistische Verschwörungstheorie. Wir haben den Frankfurter Raum genommen, weil er aus jeder Ecke Deutschland eigentlich sehr gut zu erreichen ist und somit die Belastung, die Anfahrtsbelastung für alle unsere Mitglieder ungefähr gleich ist. Genauso könnten Sie fragen, warum zum Beispiel der Zentralrat der Juden so oft in Frankfurt tagt. Ja? Eben aus diesen Gründen, weil es gut erreichbar ist. Also das sind die Gründe für den Ort und Zeit habe ich Ihnen auch genannt. Wir waren eigentlich schon vor den jüdischen Feiertagen soweit. So haben wir uns entwickelt und heute haben wir uns erfolgreich gegründet in einem sehr kollegialen Umgangston. Und wie Sie sehen, haben wir hier im Vorstand, wenn ich es richtig überblicke, 3 deutsche Juden und ja, Arthur kann man eigentlich auch schon fast als deutschen Juden bezeichnen, aber er ist hier aufgewachsen und wir haben 3, die aus den Reihen der ehemaligen Kontingentflüchtlinge kommen. Das heißt, wir haben eine wunderbare, gute Durchmischung und wir freuen uns auf die
bevorstehenden Aufgaben. Danke. Die nächste Frage, bitteschön. Ich habe noch eine Nachfrage und eine neue Frage. Die eine betrifft Ihren Vorwurf, den Sie gerade an die Regierung Merkel gerichtet haben. Können Sie noch mal erklären, warum Frau Merkel das Judentum in Deutschland gespalten haben soll? Und die zweite Frage ist, hatte jemand von Ihnen die Idee einer Vereinigung zuerst oder kam die Idee aus dem Parteivorstand? Vielen Dank. Den letzten Teil habe ich nicht verstanden. Kam die Idee dieser Initiative von Ihnen, von einer Person von Ihnen oder kam die aus dem Parteivorstand? Die kam von uns. Also danke. Die Idee, ich habe es ja vorhin gesagt, danke. Ich habe Emanuel Krauskopf mal an einem Bundesparteitag getroffen und er kam mit der Idee auf mich zu, wollen wir das machen? Und da habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Ich kenne ja allein schon in Baden-Württemberg vier Mitglieder, also die vier Landtagskandidaten, die ich kannte. Es gibt auch weitere übrigens, noch weitere Juden in Baden-Württemberg, die Mitglied in der AfD sind. Also mit dem Parteivorstand hat das überhaupt nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen, sondern es ist eine rein wirklich jüdische Initiative von jüdischen Mitgliedern innerhalb der AfD. Und wie war die erste Frage? Ach, Merkel. Naja, gut. Schauen Sie die Politik von Merkel. Es ist ja nicht so, ich war früher, ganz früher eher SPD-Wähler, bin dann mit Kindern, Enkelkindern und so weiter, wurde ich im Laufe meines Lebens immer konservativer und war eigentlich so zum Schluss eigentlich Stammwähler der CDU. Und es ist nicht so, dass ich die CDU verlassen habe, sondern die CDU hat mich verlassen. Sie ist unter Merkel... Sie ist unter Merkel immer weiter nach links gerutscht und wenn Sie sich das Parteiprogramm der Union von 2002 anschauen würden, dann würde ich sagen, jawohl, da kann ich mitgehen, das hätte ich gern und ich will Ihnen eins sagen, Merkel hat aus diesem Land ein unsicheres Land gemacht, wir haben einen Investitionsstau überall, wir haben offene Grenzen, hier kann jeder rein, völlig unkontrolliert. Das Grundgesetz wird gebrochen, Maastricht-Verträge wurden gebrochen, Dublin-Verträge wurden gebrochen, Schengen-Verträge wurden gebrochen. Wir haben eine Regierung, die permanent Gesetze und Recht bricht. Permanent. Und ich hätte gern wieder mein Deutschland von 2012 wieder. So weit ist das gar nicht zurück. So, bevor die nächste Frage kommt, ein Teil der Frage betraf ja den AfD-Bundesvorstand. Es sind mehrere Mitglieder des AfD-Bundesvorstandes hier, der Herr Köninger in der ersten Reihe, Frau von Storch wird in Kürze hier sein und rechts neben mir sitzt der Herr Kuhs. Und ich denke, dass es sinnvoll wäre, wenn auch jemand aus dem Bundesvorstand nochmal direkt zu Ihnen antwortet. Okay, vielen Dank, Herr Lambrou. Die AfD ist grundlegend eine basisdemokratische Partei. Und da kommen die Entscheidungen nicht von oben herunter, werden nicht aufoktroyiert oder vorgegeben, sondern es entwickelt sich aus der Mitte der Partei. Und genauso ist es, war es bei den Christen in der AfD, so war es bei den Juden jetzt in der AfD. Und ich kann Ihnen versichern, Frau Breithorn, es gab keine Initiative von oben, vom Bundesvorstand und auch nicht von den mir bekannten Landesvorständen. Dankeschön. Wer sind Sie nochmal? Das heißt, wir haben heute sehr lange gesprochen, als ich im Zug war. Sind Sie das? Dann müssen Sie eigentlich wissen, was ich Ihnen gesagt habe. Ich habe Ihnen gesagt, dass im Bezirk Reinickendorf ich ein Gespräch geführt habe und ich glaube, es war Dr. Kappelt, ich kann mich nicht genau erinnern, und der ist bei Christen in der AfD. Und da habe ich ihm gesagt, dann wäre es mal ganz gut, wenn man Juden in der AfD macht. Also Ihre Fragen jetzt, nachdem Sie so lange mit mir gesprochen haben, so zu tun, als wenn das von oben auf uns runtergefallen wäre, das finde ich ein bisschen impertinent. Also es tut mir leid. Wir haben doch mindestens, ich will nicht übertreiben, wir haben heute... Und ich hab Ihnen noch ausdrücklich gesagt, ich habe jedes Interview abgelehnt. Sie sind die erste und einzige, der ich ein Interview gegeben habe. Also bitte.
Ja, meine Damen und Herren, kurz ein Einschub. Es ist natürlich gut, dass die Dame die Frage hier nochmal wiederholt, weil dann kriegen auch alle anderen anwesenden Journalisten die Antwort nochmal mit. Insofern war das sehr kollegial, dass sie die Frage nicht nur im Zug gestellt hat, sondern auch hier noch einmal. Frau Steinbach ist mittlerweile eingetroffen. Einen herzlichen Gruß an Frau Steinbach. Und wir kommen jetzt zur nächsten Frage. Bitte schön. Ja, Prange ist mein Name von der Deutschen Welle. Eine Frage vielleicht an, ja, vielleicht an, an eines der Vorstandsmitglieder, wie Sie das vielleicht erklären können. Auf mich wirkt es wie ein Widerspruch. Der jüdische Glaube ist und auch das jüdische Volk ist geprägt von der Diaspora, vom Leben also in der Fremde. Eigentlich in den USA leben ja mehr jüdische Mitbürger als in Israel selbst. Wie kann eine Plattform dann auf der anderen Seite eben dafür eintreten, dass die Grenzen für Migranten geschlossen werden? Also wie ist diese Flüchtlingspolitik und Flüchtlingskurs der AfD mit dem Diaspora-Dasein zu erklären? Und vielleicht noch eine ganz kurze letzte Frage. Wird die Gründung der Plattform auch von einem Rabbiner gesegnet? Also die zweite Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Über sowas habe ich mich noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist vielleicht eine gute Idee. Mal schauen. Vielleicht greifen wir sie auf. Danke. Sie haben die Grenzen angesprochen. Liebe gute Frau, ich möchte Ihnen mal etwas sagen. Deutschland hat keinen einzigen Flüchtling gerettet. Null, zero. Keinen einzigen Flüchtling. Alle Flüchtlinge, die die deutsche Grenze überschritten haben, kamen aus sicheren Drittstaaten. Sie waren in Sicherheit in Frankreich, sie waren in Sicherheit in der Schweiz, sie waren in Sicherheit in Österreich, sie waren in Sicherheit in Polen, sie waren in Sicherheit in Tschechien. Deutschland ist umgeben von sicheren Drittstaaten. Im Grundgesetz Artikel 16a Absatz 2 ist klar geregelt, dass diese Personen, wenn sie nach Deutschland kommen, keinen Asylanspruch haben. Nun ist es richtig, dass man natürlich über internationale Verträge oder Kooperationen durchaus Flüchtlingskontingente aufnehmen kann. Frau Merkel hat Deutschland einen ganz schweren politischen Schaden angerichtet durch ihre einsame Entscheidung, diese Grenzen zu öffnen. Und wenn wir von Grenzen kontrollieren sprechen, sagen wir nicht Grenzen schließen. Das ist ein Unterschied. Und wenn wir die Genfer Flüchtlingskonvention anschauen, da steht nichts davon, dass man Flüchtlinge integrieren muss. Man muss sie versorgen. Und ist der Fluchtgrund vorbei, dann müssen sie auch wieder zurück. Frau Merkel hätte, Entschuldigung, lassen Sie mich. Entschuldigung, meine Frage, was hat das mit den Jugendsünden zu tun? Das frage ich mich auch. Was hat das mit Also, da muss ich Ihnen Folgendes sagen. Wir waren also 2000 Jahre sozusagen ohne einen eigenen Staat. Das meinen Sie wohl mit Diaspora jetzt. Es gibt auch heute eine Diaspora, aber heute hat der Jude ja die Wahl. Entweder will er selbstbestimmt in einem jüdischen Staat leben oder er sagt, was auch immer, er ist religiös, er glaubt an Gott und will nicht im jüdischen Staat leben. Diese Entscheidung hat er heute. Und deswegen, wenn Sie von der Diaspora sprechen, dann sprechen Sie ja so, die Juden waren sozusagen auf der Flucht, ja, von der römischen Zeit und so weiter. Und da gibt es auch noch einen Unterschied, sagen wir mal einen großen Unterschied zu den Menschen, die jetzt zu uns kommen. Und der große Unterschied ist, wir missionieren nicht. Wir erzählen nicht anderen Leuten, was sie zu tun haben, was sie zu glauben haben, was sie zu essen haben und. Es gibt solche Leute und solche Leute. Und wenn Sie sich mit dem Judentum ernsthaft beschäftigen,
dann werden Sie wissen, dass das ein gewaltiger Unterschied ist. Und ich kann Ihnen sagen, im Laufe meines Lebens bin ich sogar von Moslems dazu gratuliert worden, weil es denen auf die wirklich auf den Geist geht, wie sich der Islam nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt verhält. Dankeschön. Eine kleine Anmerkung zu Ihrer Frage. Sie suggerieren eigentlich, dass ein Jude grundsätzlich migrationsfreundlich zu sein habe, weil er Jude sei und sein Volk über 2000 Jahre hinweg keinen eigenen Staat besessen hat. Nun, erstens haben die Juden jetzt einen Staat, ja? Und zweitens dieses Bild, ja, das in Deutschland sehr weit verbreitet ist, ja, unter den nicht-jüdischen Deutschen. Dieses Bild, ja, ist irrig, ja, und das ist der Grund, aus dem die Gründung unserer Vereinigung längst überfällig war. Ja. Die nächste Frage, bitteschön. Die Gründung der Vereinigung hat ja auch damit zu tun, das ist auch eine Reaktion auf Antisemitismus aus dem Bereich der muslimischen Einwohner von Deutschland. So wird es ja immer wieder gesagt. Okay. Ist jetzt Ihre Organisation auch darauf aus, einen Dialog zu finden mit den islamischen Gemeinden, um zu deeskalieren, um eine Verständigung herzustellen, oder ist das nicht Ihr Ziel? Ich möchte Ihnen einen Satz vorlesen, den ich öfters mal im letzten Jahr Journalisten gegeben habe, der aber niemand gedruckt hat, okay? Der für mich sehr wichtig ist, gerade was den Islam anbetrifft. Der Islam ist nicht der Feind der Juden. Punkt. Außer Moslems selbst ist kein Kulturkreis so nahe am Islam wie der jüdische. Das kann man nachweisen, das ist ganz einfach. Die Juden beten Richtung Jerusalem, die Moslems haben kopiert und beten Richtung Mekka. Da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber. Schon seit dem 12. Jahrhundert, unter dem Einfluss des im Judentum hoch angesehenen Maimonides, auf Hebräisch Rambam, akzeptiert das Judentum den Islam als gleichwertige monotheistische Religion im Gegensatz zu Götzendienst damals. Also 900 Jahre her. Aber leider betrachtet der Islam des Propheten und Judenmörders Mohammed Juden als Feinde. Da gibt es auch keine Diskussion darüber. Circa 900 Jahre hat der Islam Zeit gehabt, seinerseits Frieden mit den Juden zu schließen. Das ist ihm nicht gelungen, nicht in der islamischen Welt von Marokko bis Indonesien, nicht mit dem jüdischen Staat Israel und auch nicht in Deutschland und Europa. Genug ist genug. Zeit war da. Also ich möchte noch mal allgemein dazu sagen, dass wir, also unsere Bundesvereinigung, wir suchen grundsätzlich keinen konfrontativen Umgang, sondern wir wollen einen Dialog auf Augenhöhe. Und wir wollen, dass bestimmte Themen entsprechend politisch platziert werden, dass darüber geredet wird und dass Lösungen entwickelt werden. Darum geht es uns und da werden wir natürlich auch mitarbeiten wollen. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Ja, guten Tag, Angela Christine Kunder von den Christen in der AfD. Ich habe mal eine Frage. Werden Sie zusammen eine Zusammenarbeit auch mit den Christen in der AfD, das ist ja auch eine Versammlung innerhalb der AfD, anstreben, und werden Sie zusammenarbeiten auch mit den Christen? Also selbstverständlich, eine Kooperation ist jederzeit möglich. Wir haben viele Überschneidungen, auch inhaltlicher Art, und das werden wir zusammenbringen. Ja, das erste Ziel wird sein, und wir werden unsere Expertise erstmal konsolidieren, verdichten, kumulieren, und diese wird eben nach außen dann getragen. Das wird ja der Hauptjob sein, unsere Öffentlichkeitsarbeit, und wir freuen uns über jedes Angebot.
aus jeder Richtung. Vielen Dank. So, die nächste Frage bitte. Da hinten in der vierten Reihe, der Herr in der Mitte. Ja, Julina von der Jüdischen Allgemeinen. Herr Fuhl, Sie haben in einem Interview im Vorfeld der Gründung, ich zitiere, von instrumentalisierten und gekauften jüdischen Offiziellen gesprochen. Ich würde Sie bitten, das mal kurz auszuführen, was damit genau gemeint ist. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, was über uns an Hass und Hetze ausgeworfen worden ist, kann ich mit zwei Sprichwörtern vielleicht beantworten. Die Hand, die einen füttert, beißt man nicht. Und das Brot, ich esse, das Lied, ich singe. Aufgrund der Geschehnisse zwischen 1933 und 1945 sind die jüdischen Gemeinden in Deutschland nicht überlebensfähig und brauchen staatliche Zuschüsse. Es ist eine Art freiwillige Unterwerfung unter diese Merkel-Politik, die wir als Juden in der AfD ablehnen. Das heißt, wir stehen hier 180 Grad konträr. Konträr zur Position des Zentralrats der Juden, der nichts anderes macht, als die Positionen von Merkel nachzubeten und sich in schöner Einigkeit hier mit den Kardinälen wahrscheinlich die Hand geben kann. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Der Herr an der Seite, das Mikrofon kommt. Junge Freiheit nochmal. Es ist nach wie vor so, dass in Israel die AfD sehr kritisch gesehen wird, in Medien sehr kritisch beobachtet wird, auch in eher konservativen rechten Medien, Arutz Sheva zum Beispiel. Wollen Sie mit dieser Gründung jetzt ganz bewusst auch ein Signal nach Israel senden? Die erste Frage. Die zweite Frage, haben Sie Absicht, in Zukunft Verbindungen nach Israel, auch in die israelische Politik aufzubauen zu Parteien wie dem Likud, Jüdisches Heim, Israel Beitenu etc. pp. Oder gibt es da schon etwaige Verbindungen, Kontakte? Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Serafin. Tatsächlich ist das durchaus der Fall, was Sie bereits annehmen. Wir haben bereits ein Interview geführt mit dem Channel 20, ja, und es wird auch ein Bericht erscheinen in Channel 20 über uns. In Israel wird unter Umständen die AfD derart kritisch gesehen, auch in Teilen des rechten Spektrums, aufgrund der Berichterstattung. Ja. Dieser fehlende direkte Draht, der könnte dazu beigetragen haben. Es verhält sich aber dennoch so, dass wir Kontakte besitzen zu verschiedenen Parteien, etwa zu Yair Lapids Yesh Atid, ja? Also auch zu gemäßigteren Parteien als denen, die Sie genannt haben. Ja? Und diese Kontakte aufzubauen, ist eines unserer Ziele. Es liegt auch äußerst nahe, da Israel schon seit langem mit Problemen zu kämpfen hat, die unseres Erachtens Deutschland bevorstehen und dass eine gewisse Expertise aus Israel zu erwarten ist, die Deutschland helfen könnte. Ja. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Sie haben noch eine Nachfrage? Kurze Nachfrage zu Yesh Atid. Wie sehen diese Kontakte aus? Können Sie da was zu sagen? Auf welcher Ebene sind das einfache Mitglieder, wo Sie persönliche Kontakte haben, oder geht das höher auf Funktionärsebene? Leider unterhält eines unserer Mitglieder diese Kontakte, der heute nicht zugegen ist. Ja. Ich kann also die Namen kann ich Ihnen nicht nennen. Ja. Wenn es nötig sein sollte, wird dieses Mitglied die Natur dieser Kontakte auch selbst aufdecken. Ja. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Der Herr in der zweiten Reihe, bitteschön.
Nochmals Gurkow, russische Redaktion der Deutschen Welle. Es ist hier viel über die Beziehungen mit Israel gesprochen worden, was ja auch nachvollziehbar ist. Meine Frage geht darauf oder zielt darauf, da es ja viele Russischsprachige in der im Vorstand und generell in der jüdischen Gemeinde gibt. Wie ist die Einstellung der JAFD zu Russland? Hat man da eine bestimmte Position? Sucht man da Kontakte? Wie es beispielsweise die Russlanddeutschen in der AfD machen? Danke. Danke für Ihre Frage, Herr Gurkow. Es verhält sich so, dass wir uns in keinerlei Weise als dem russischen Kulturraum verpflichtet empfinden. Da Sie selbst aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, wissen Sie sicher, dass die Juden in der ehemaligen Sowjetunion in ihrem Pass unter der Rubrik Nationalität stehen hatten, dass sie Juden seien und deshalb unschwer mitunter anhand ihrer deutsch klingenden Nachnamen als Juden erkennbar waren. Ja. Es verhält sich so, dass einige unserer russischsprachigen Mitglieder aus der Ukraine stammen und andere aus Russland. Deshalb können Sie sich vorstellen, dass kein Konsens besteht hinsichtlich dessen, worauf Sie hinaus wollen. Ich würde vorschlagen, dass Sie noch Frau Vera Kosova vielleicht, dass wir Sie sprechen lassen. Sie könnte vielleicht einen anderen Blickpunkt liefern hierzu. Also wie mein Kollege Herr Abramowitsch bereits gesagt hat, die jüdischen Stämme aus der ehemaligen Sowjetunion sind relativ heterogen. Sie kommen aus vielen verschiedenen sowjetischen, ex-sowjetischen Republiken und somit jetzt eine Verbindung direkt nach Russland herzustellen, ist schwierig. Ja, die gemeinsame Achse ist eigentlich eher die ehemalige Sowjetunion und das russischsprachige, auch kulturell. Und Sie wissen ja, die AfD ist insgesamt eine Partei, die eine Diplomatie, eine Verbindung zu Russland sucht. Und diesem Wege werden wir uns nicht stellen im ersten Schritt. Also wir vertreten die Meinung, reden ist besser als nicht reden. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Da drüben der Herr in der Mitte, in der dritten Reihe. Zwei Fragen. Die erste, bedeutet die JAFD eine Normalisierung des jüdischen Lebens in Deutschland? Und die zweite Frage, was heißt für Sie deutscher Patriotismus? Also, ich weiß nicht, was Sie unter Normalisierung verstehen, also ehrlich gesagt, also wir sind sicherlich eine Bereicherung, sage ich mal jetzt, eine Erweiterung des jüdischen Lebens. Wir sind bürgerlich konservativ und somit bieten wir unseren jüdischstämmigen konservativen Bürgern eine Möglichkeit, auch politisch eine Heimat zu finden. Und die zweite Frage war, Patriotismus ist für uns im ersten Schritt die Liebe zum eigenen und für die meisten Jüdischstämmigen ist Deutschland und Europa ihre Heimat. Ja, und somit ist das für uns die Liebe zu unserer Heimat und mehr auch nicht. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Da ist eine Frage in der zweiten Reihe, der Herr etwas weiter rechts. Burkhard Weitz vom Evangelischen Magazin Chrismon. Eine Frage an Herrn Krauskopf bzw. Herrn Fuhl. Können Sie sich nochmal zum Thema Gedenkkultur, AfD und die 180-Grad-Wende in der Gedenkkultur, die geforderte, äußern? Läuft es? Das Mahnmal in Berlin ist schon was Besonderes. Es haben viele Leute gesagt, dass es solche Mahnmale nirgendwo mitten in einer Hauptstadt gibt. Dass es berechtigt ist, dass es sowas gibt, weil nun mal die Ermordung auch meiner Familie
nicht so sehr vergleichbar ist, weil mein Vater, obwohl er aus Polen stammt, heißt Krauskopf, das heißt hunderte von Jahren ja, im deutschen Kulturkreis die Familie gelebt hat. Es tut uns weh, wir sind nicht begeistert von solchen Sprüchen, aber ich möchte Ihnen was anderes sagen. Die SPD mit ihrem linken Flügel, und ich spreche hier wirklich aus eigener Erfahrung, weil ich damals bei der SPD war vor 45 Jahren und war nicht weit von hier, an der Technischen Hochschule Darmstadt, die inzwischen eine Universität ist. Also war ich Juso. Was hat die SPD, der linke Teil, die rote Heidi, ich nannte sie immer die rote Heidi Diddle-Deidi, und die Frau, die ihr nachgekommen ist, nenne ich immer Nahles Banales. Was haben die denn damals gemacht? Sie haben eine 180-Grad-Drehung in der Praxis gegenüber jüdischen Israelis veranstaltet. Sie haben die DDR-Politik, die DDR-Kriegspolitik gegenüber Israel voll und ganz übernommen. Die damalige DDR unter Führung der Sowjetunion hat Waffen geschickt, hat Ausbilder geschickt nach Ägypten und den anderen arabischen Staaten, um Israel zu zerstören. Und 1973, das war die Zeit, wo ich in der SPD war, hat Willy Brandt was gemacht, der geradezu eine Heiligenfigur ist in Deutschland. Willy Brandt, wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte es den jüdischen Staat Israel heute überhaupt nicht mehr gegeben. Warum? Weil Willy Brandt den Amerikanern, als Israel wirklich Hilfe brauchte, weil Ägypten vollgepfropft war mit Anti-Flugzeugraketen und, hat was Willy Brandt gemacht? Wissen Sie das? Nee? Denn, doch, wir sprechen von 180-Grad-Drehungen, auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Wir sprechen von beiden Seiten 180-Grad-Drehungen, okay? Diese 180-Grad-Drehung wäre sehr gravierend gewesen, während das, was Sie meinen, zunächst mal nur Worte sind. Wir sind nicht an der Macht als AfD. Das sind zuerst mal nur Worte. Aber das waren Handlungen. Und die Handlung von Willy Brandt war, dass er den Amerikanern verboten hat, aus Deutschland oder über Deutschland Waffen nach Israel zu schicken. Mit anderen Worten, wenn Willy Brandt seinerzeit, sagen wir mal, Präsident von Amerika gewesen wäre, dann hätte es den jüdischen Staat Israel nicht mehr gegeben. Das war eine 180-Grad-Drehung gegenüber den jüdischen Israelis. Heute sind wir so weit, dass wir eine 180-Grad-Drehung gegenüber den jüdischen Deutschen haben. Und das war voraussehbar. Und die kommt nicht von unserer Partei, sondern die kommt von den etablierten Parteien, die doch immer sagen, wir sind ja so gegen Antisemitismus. So reißt ihn das mal auf, andauernd. Wir sind so gegen Antisemitismus. Und dann importiert man eine Bevölkerungsgruppe, die zumindest 60% eingefleischte Judenhasser sind. Und das wird Ihnen jeder bestätigen, der die islamische Welt kennt. Wissen Sie, ich habe bei den alten Parteien manchmal den Eindruck, die versuchen immer noch, die ermordeten Juden bis 1945 zu retten. Glauben Sie mir eins, ich bin lieber Mitglied in einer Partei, die die heute lebenden Juden schützen will. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Die Pressekonferenz dauert jetzt auch schon fast exakt eine Stunde. Ich frage noch einmal, ob es noch eine Frage gibt, weil ansonsten wäre das, glaube ich, ein guter Schlusspunkt, die Pressekonferenz zu beenden. Ich sehe keine weiteren Fragen. Alle Fragen wurden erschöpfend beantwortet. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und beende hiermit die Pressekonferenz. Es geht weiter mit der Vortragsveranstaltung, wo es ja auch eine eigene Akkreditierungsliste gibt, wo ich dann bitte nur die Journalisten im Raum zu bleiben, die sich für diese Vortragsveranstaltung erfolgreich akkreditieren konnten. Denn der Rahmen mit 100 geladenen Gästen lässt es einfach nicht zu, dass weitere 50 Journalisten im Raum sind. Es gibt ausgewählte Journalisten,
die sich akkreditieren durften. Und diese Journalisten bitte ich jetzt für die Vortragsveranstaltung noch hier zu bleiben. Wir machen eine kurze Pause. Ich schlage eine Viertelstunde vor. Vielen Dank.